bis uns trifft. Und wo? Die Straßen sind heute Nacht nicht sicher, Mann. Schaffst du es zur Limb-Klinik, wo wir uns schon mal getroffen haben? Ja, ist nicht weit. Wir treffen uns dort. So, jetzt aber hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deus Ex. Ich war zu voreilig, ich habe zu früh wieder auf Start gedrückt und schon ist der Dialog losgegangen. Was wollte ich denn sagen? Genau, wir gehen jetzt zur Lindklinik. Los geht's. Keine Ahnung. Wir sind jetzt wieder zurück in der Stadt. Ich finde es komisch, dass jetzt irgendwie die ganzen Quests dann trotzdem abgebrochen wurden. Aber ich verstehe schon, in der Stadt hat sich einiges verändert. Ausnahmezustand. Haben wir in der letzten Folge noch gesehen. Hatte ich schon ganz vergessen wieder. Außerdem regnet's. Muss ich mich jetzt auch hier in der Stadt vorsichtig bewegen? Ja, Musika ať neutíká. Warum hat er bloß nicht zugehört? Plecháče nikdy neposlouchaj. Mal sehen, was wir da haben. Scheiße. To není auk. Warum ist er dann geflohen? Was ist denn los? Není augmentovaný. Und? Wir haben einen Bürger getötet. Die Stadt ist abgeriegelt. Ein guter Bürger respektiert das. In den Schrank mit ihm. Wo warst du denn, Mann? Nach der Sache mit Janus und der Bank warst du einfach weg. Ich habe Viktor Matschenko verfolgt. Er war in den Schweizer Alpen zusammen mit den Söldnern aus Dubai. Sie wollten mich hiermit töten. Was ist das? Die Orchidee. Matschenko hat damit Rucker getötet, also sei vorsichtig. Kannst du eine Analyse davon machen? Klar, auf der Mailingliste des Kollektivs stehen auch Wissenschaftler. Gut. Da kommt was Großes auf uns zu, Alex. Der Ark wird ein Terroranschlag angehängt, der noch nicht passiert ist. Noch mehr Opfer? Noch ein Bahnhof? Oh Gott, Adam. Damit löst sich jede Chance in Luft auf, die Angst und den Hass der Menschen zu verringern. Dieses beschissene UN-Gesetz wird verabschiedet und wir kommen alle in Opti-Dreckslöcher wie Utolek. Während Nathaniel Brown sich zurücklehnt und Billionen scheffelt. Brown? Dieser Schlipsträger von der Santo Corporation? Page hat gesagt, Brown gibt die Befehle und in der Schweiz hat Matschenko gesagt, dass Brown Datum und Zeit bestätigt hat. Aber wo? Brown wirbt auf der ganzen Welt für Rabia und seine Safe Harbor-Initiative. Als nächstes ist er in London. Wenn er der Drahtzieher ist, greift er sich doch nicht selbst an. Vielleicht nicht. Matschenko hat noch jemanden erwähnt, der es weiß. Aber vorher muss ich Miller treffen. Bis wann kriege ich die Analyse der Probe? So schnell wie möglich. Sei vorsichtig, wenn du Miller triffst. Du wurdest in Garm erwartet. Für mich steht Miller nach wie vor auf der Liste der Verdächtigen. Wir werden sehen. Na gut, dann ist Miller unser nächstes Ziel. Also nicht irgendwie... Also unser nächstes Ziel im Sinne von, wir reden mit dem. Ich will nur hier irgendwie... Wie ist denn sie hier rein und wieder rausgekommen? Das würde mich mal interessieren. Oder steht sie den ganzen Tag irgendwo einfach nur unsichtbar im Eck und wartet, bis Leute reinkommen? Wahrscheinlich. Naja, dann müssen wir wohl durch den Haupteingang raus, nehme ich mal an. Ja, sieht wirklich so aus. Aber hier drin darf ich sein, oder? Das ist okay, man darf nur nicht die Straße betreten. Ja, sieht so aus. Okay, ich muss hier echt aufpassen. Mensch, hier ist so viel los. So viel Action. Was soll denn das? Was geht denn mit euch hier? Ihr seid zu viele. Und ich bin nur einer. Ich bin hier überhaupt nicht. Das war jetzt gerade eine Halluzination von dir. Ha, verarscht, ich bin hier doch. Haha. Damit hat er nicht gerechnet. So. Soweit, so gut. Ist schon mal ein guter Anfang. Da hinten steht nämlich einer mit einem Exoskelett. Mit dem würde ich mich echt ungern anlegen. So Exoskelette sind nicht zu unterschätzen. Hier sieht's aber einigermaßen chillig aus, oder? Ah, da unten sind wieder ein paar von denen. Okay. Kann ich eigentlich da hinten in deren Wagen reingehen? Und wenn ja, warum sollte ich das machen? Kofferraum, aber da ist ein Alarmsignal. Okay. Da ist auch einer mit einem schweren... mit einem Exoskelett. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe mal da in Deckung. Jetzt sag mal ehrlich, wir sind Interpol. Können wir uns nicht irgendwie eine extra Sonderlizenz holen oder sowas? Können wir das nicht telefonisch regeln?
Andererseits sind wir so ein geheimes Interpol-Dingens. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne mich da nicht aus. So, ich gehe mal Schritt für Schritt näher hin. Aber es ist schon... Was machen wir denn jetzt? Ich muss da lang. Ich könnte höchstens... Nee, das ist zu gewagt. Ich habe mir gerade gedacht, ich könnte den Kofferraum aufmachen, damit der Alarm ausgelöst wird und dann so rum in die Richtung flüchten. Mache ich aber nicht. Ich warte jetzt mal, wenn der sich wieder umdreht, weil der Exoskelettkerl guckt eh in die andere Richtung, dann gehe ich einfach da hinten mal vorbei. Könnte ich eigentlich jetzt schon machen. Ich glaube, ich stehe auf, mache mich unsichtbar und sprint hier mal ein bisschen durch. Ich kann anscheinend nicht wirklich sprinten, wenn ich unsichtbar bin. Aber ich sollte hier wieder in Deckung gehen. In Deckung gehen. Warum geht er nicht in Deckung? Was ist denn hier los? Irgendwer hat mich gesehen. Verdammt. Was mache ich jetzt? Die Tür kann ich leider nicht aufmachen. Ich glaube, ich renne. Ich mache hier die Tür zu. Und verbarrikadiert die Tür mit Mülleimern. Das funktioniert tatsächlich. Ohne Witz jetzt. Das hätte ich nämlich nicht gedacht, dass das funktioniert. Wenn es echt funktioniert, dann muss ich sagen, Respekt, Spiel. Ich meine nicht, dass das jetzt so super neu wäre, das hat man ja auch schon gesehen, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es funktioniert. Oh, ich kann hier durch die Fenster. Hopp. Dann rein mit uns. Okay, ich verlasse die Sperrzone. Ah, ich bin sogar jetzt schon hier angekommen. Das ist doch perfekt. Na dann, ist ein bisschen doof, weil die Polizisten wissen jetzt, dass ich hier drin bin. Wo soll ich sonst hin sein? Sie werden dann das Haus durchsuchen und diesen Hinterraum finden, höchstwahrscheinlich. Aber, naja, ist ja nicht mein Problem. Ich sage einfach, mir ist keiner gefolgt. Also von mir können die das nicht wissen. Behaupte ich einfach, wenn ich darauf angesprochen wäre. Steht eigentlich die Leiter hier einfach so in der Luft? Ist die am Boden festgeschraubt? Das finde ich nämlich ein bisschen komisch. Alles ist schon okay, aber die Leiter lehnt ja irgendwie an der Wand eigentlich, oder? Naja, ist ja egal. Hallo. Wir haben ein Team geschickt, um die Garmanlage zu untersuchen. Na dann. Die Lara, was machen Sie hier? Wird das jetzt unser Standardsatz für den Gesprächsauftakt? Ich mein's ernst, die Lara. Draußen ist es gefährlich. Mitarbeiter, die nicht unmittelbar benötigt werden, sollten zu Hause bleiben. Autsch, nicht unmittelbar benötigt? So hab ich's nicht. Helfen Sie mir, Adam. Ich wollte nur die Situation auflockern. Die Wahrheit ist, wenn man in den Pikes-Nachrichten hört, dass der Aufruhr sich der Stadt nähert, dann erinnert mich das... Sagen wir einfach, ich dachte, 3 Stockwerke unter der Erde wäre ein besserer Ort als mein Apartment. Also forderte ich einen Gefallen ein und ließ mich von der Staatspolizei hinbringen. Ich weiß, dass etwas Großes im Gange ist. Ich will sie nicht aufhalten. Ist alles okay, Delara? Adam, ich habe Ihnen nicht erzählt, warum ich von Limp International weg bin. Ich hatte eine Sitzung mit einer Patientin, als der Zwischenfall begann. Und ich... Sie wurden angegriffen? Sie hieß Madeline. Sie war 13. Ein süßes Mädchen. Wir redeten, lachten sogar über etwas Albernes, das ich gesagt hatte. Und plötzlich sprang sie. Es war ein schrecklicher Tag für uns alle. Ich konnte sie zurückstoßen und dann starrte sie mich an, als wäre ihr alles bewusst, aber ohne Kontrolle. Gott, Adam, ich konnte in ihrem Blick sehen, dass... ein Teil von ihr immer noch da drin war, eingesperrt. Sie hatte Angst. Ilara, ich bin sicher, das Mädchen... Madeline. Ihr Name war Madeline. Wissen Sie, was ich niemals vergessen werde, was ich immer wieder vor Augen habe? Bevor Madeline aus meinem Bürofenster sprang, ich könnte schwören, dass sie geweint hat. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Das war unsensibel. Aber Sie haben das durchgestanden, die Lara. Und jetzt sind Sie stärker. Danke, Adam. Es war einfach... Du denkst, du bist drüber weg und plötzlich... Naja. Ich verstehe. Aber unabhängig von dem Grund, es war ein Risiko, hierher zurückzukommen. Die Zeiten sind gefährlich. Für jeden.
Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Adam. Ich schaffe das schon. Ich verkrieche mich einfach in meinem Büro, bis der Sturm vorbei ist. Meine Couch ist sehr bequem. Passen Sie einfach auf sich auf. Mache ich immer. Okay. Ich glaube, sie ist der Maulwurf hier drin. Sage ich jetzt einfach mal so. Blinde Beschuldigung, ohne Hand und Fuß. So, dann auf zu Miller, wo wir eigentlich hin wollten. Master Miller. Metal Gear. So, mal schauen. Klopf, klopf. Hallo, darf ich reinkommen? Ich störe doch nicht, oder? Klar, aber ich habe überall in der Stadt Agenten. Genau das will ich Ihnen doch sagen. Wir haben eine konkrete Gefahr. Genau. Wie sollen meine Leute ihre Arbeit machen, wenn ihre Leute sie ständig verhaften? Sie mögen Batterien haben, aber wir haben die Ashanti Energy Drinks. Damit kommen sie durch den ganzen Tag. Wo? Wann? Ersparen Sie mir diesen Mist. Ich brauche einen Passierschein für die ganze Stadt. Ja, genau das will ich Ihnen doch sagen. Die Stadt ist abgeriegelt, schon klar. Aber wir haben hier eine Bedrohungsermittlung der Stufe 1 laufen. Sie wissen, dass wir Terroristen aufhalten wollen? Das ist mir klar. Aber ich habe überall in der Stadt Agenten. Genau das will ich Ihnen doch sagen. Wir haben eine konkrete Gefahr. Wir sind hier. Schlechte Zeit für eine Abriegelung. Eher praktisch, angesichts des bisherigen Verlaufs der Ermittlungen. Was soll das heißen? Marchenko und die Goldmasken aus Dubai wussten, dass ich komme. Irgendjemand hat sie informiert. Beschuldigen Sie mich? Ich beschuldige niemanden. Noch nicht. Aber zwei Hinterhalte in weniger als einem Monat? Ich will wissen, was los ist. Ich auch. MacReady hat Garm untersucht. War am Anfang ein geologisches Forschungszentrum der Europäischen Union. Bis es 2025 von einer namenlosen Strohfirma gekauft wurde. Haben Sie Cheng darauf angesetzt? Er ist gruselig. Hat sie in weniger als einer Stunde zu Bell Tower Associates zurückverfolgt. Und bestimmt hat sie niemand gekauft, als Bell Tower letztes Jahr pleite ging. Stand nicht mal auf der Liste der Activa. Wie gesagt, sie sind über etwas Großes gestolpert. Wollen Sie rausfinden, was es ist? Direkt nach Ihrer Kontaktaufnahme habe ich in Lyon ein Einsatzteam angefordert, das etwa eine Stunde nach Ihrem Start eingetroffen ist. Und die Söldner waren weg. Der Feind hat die Anlage vor dem Abzug ordentlich zerlegt und einige Fallen hinterlassen. Wir wissen nicht, wohin er ist oder was er als nächstes vorhat. Das stimmt nicht ganz. Ich habe gehört, wie Marchenko seinen Männern gegenüber einen Deal mit den Dwellys erwähnt hat. Wir müssen sofort handeln. Ich besorge einen Durchsuchungsbefehl für das alte Theater der Dwellys in der Sadie-Viadlo-Straße. Haben wir wirklich Zeit für einen Durchsuchungsbefehl? Nein, aber die Stadt ist abgeriegelt und ich kann nicht garantieren, dass sie es lebend ins Rotlichtviertel schaffen. Ich hab's auch bis hierher geschafft. Ich bin nicht tot. Wie Sie meinen, ich halte Sie nicht auf. Aber seien Sie vorsichtig, Jensen. Sagen Sie mir, was Sie finden. Verstanden. Okidoki. Dann wissen wir ja, was wir aufhalten wollen. Als nächstes zu tun haben. Er telefoniert immer noch in seiner ewigen Schleife. Ich dachte nämlich am Anfang erst, ich muss das Telefonat hier abwarten, aber es stimmt überhaupt nicht. Ich hätte ihn jederzeit ansprechen können. Aber ja, er telefoniert immer im Kreis. Das Gespräch ist anscheinend nicht sehr produktiv. Ob ich hier später nochmal irgendwie einbrechen muss, wenn alles feindlich ist, wegen der Überwachungskamera hier und allem? Das wäre so typisch eigentlich. Wäre ein uralter Game-Design-Kniff, dass die Basis, in der man immer ist, zu einem Level wird dann letztendlich. Wer weiß. Vielleicht ist es hier auch nicht so. Ich mutmaße einfach nur oder so ähnlich.
Mutmaße. Musmate ist aber eigentlich viel besser, finde ich. Ich musmate. Köstlich. So, Aufzug fahren. Ah, ich habe immer noch Schockmunition in meiner taktischen Schrotflinte. Würde ich gern ändern. Ah, guck mal, die Zeit wird nur verlangsamt, nicht angehalten, wenn ich das mache. Gut zu wissen. Wird zwar deutlich verlangsamt, aber nur verlangsamt. Tür öffnen! Moment, wie stecke ich die Waffe gleich nochmal weg? Ja, genau. Schön langsam habe ich es raus. Schön langsam habe ich es raus. Okay, hier werden wieder irgendwie Leute gefangen genommen. So ist das. So, was ist... Ich habe nie so recht rausgefunden, wie ich die Dinger eigentlich gezielt kaputt machen kann. Wisst ihr, wie ich die vielleicht kaputt machen kann? Ich muss mal kurz schauen, haben wir schon wieder einen Praxispunkt? Ja, weil das würde ich jetzt mal eigentlich einfach so mal lernen, hier Wände einhauen zu können. Weil vielleicht funktioniert das auch damit. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Cool, dann gehen wir mal da lang. Auch wenn unser Missionszeiger sagt, was sagt denn unser Missionszeiger bitte, hätten wir unten nochmal mit wem reden müssen. Nee, ohne Witz jetzt. Verdammt, nee, warte. Unser Missionszeiger zeigt irgendwie da drüben hin. Müssen wir wirklich unbedingt da raus? Ich gehe jetzt mal da drüben raus, mal schauen, wo wir da hinkommen. Aber vielleicht geht das wirklich in eine falsche Richtung, keine Ahnung. Ich gehe einfach mal jetzt hier durch. Und dann schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Und ob das Sinn macht. Ich schau mal kurz auf die Map. Wir sind jetzt hier und wir müssen wohin? Wo müssen wir denn hin? Wir müssen dahin. Nee, warte mal. Nee. Wo ist denn unsere Hauptmission? Spinne ich jetzt? Da unten. Nee, da macht es in dem Sinn jetzt wirklich keinen Sinn, den Weg, den wir gegangen sind. Okay, dann gehe ich zurück. Und dann folge ich dem Missionszeiger brav und stur. Der weiß, was gut für mich ist. So. Sperrgebiet. Natürlich. Okay. Ich mache mal hier die Mülltonnen wieder weg. Verdammt, die haben das wirklich gemerkt. Natürlich haben die das gemerkt. Aber jetzt gehen sie zu den Mülltonnen und sagen, hä, was ist denn hier mit den Mülltonnen los? Warum fliegen hier Mülltonnen durch die Gegend? Kann mal jemand irgendwas gegen diese Mülltonnen tun? Und ich kann währenddessen unbemerkt... Oh, sie haben mich bemerkt. Meine Pläne funktionieren immer so super. Lauf, Jensen, lauf! Ich will mich nicht ducken. Ich will hier in das Menü und ein paar Painkiller essen. Und jetzt laufen wir einfach weiter. Wir laufen einfach durch. Lebend kriegen die uns nie. Aber ich glaube, die wollen uns auch nicht lebend kriegen. Das ist das Problem an der Sache. Ich gehe mal hier rein. Hier bin ich in Sicherheit. Hier können sie mir nichts. Ich bin überhaupt nicht draußen auf der Straße. Könnt mir gar nichts, sage ich dann einfach. Und dann gucken sie aber blöd. Weil dann wissen sie, dass sie machtlos sind. So. Dann, was machen wir jetzt? Oh, oh. Der guckt nicht in meine Richtung. Verdammt, ich habe mich, glaube ich, zu spät unsichtbar gemacht. Sonst hätte es vielleicht sogar funktioniert. So, hier wohne ich. Ich muss hier hin. Lass mich in Ruhe. Hilfe, ich werde verfolgt. Leute, helft mir. Warte, vielleicht will ich was kaufen. Ja, ich kann hier handeln. Was will man mehr? Nicht für Hotdogs. Wenn Hotdogs nicht dein Hauptgeschäft sind, warum hast du dann keinen Laden? Weil ich so die Fixkosten drücken und diesen Vorteil an die Kunden weitergeben kann. Ein echter Unternehmer. Aber hallo. Was hast du denn? Also, ich habe Infos von der Art, die was wert sind. Ah, verlässliche Infos kann ich immer gebrauchen. Wer kann das nicht? Aber die gibt's nur gegen Neuropozin. Kommt drauf an, was hast du? Will ich wirklich Informationen? Ob das nützliche Informationen sind? Ich kaufe mal die Information A und dann schauen wir mal. Kluge Entscheidung. Ja, und jetzt?
Vielleicht komme ich später nochmal. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Na, jetzt habe ich ein PDA bekommen. Bla 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 bla. Bestellbestätigung. Das ist wieder diese Pesuk-Tante. Pikus-Tante. Also keine Gurke. Heiße Pommes. Und zuckerfreie Getränke. Beim letzten Mal hast... Was? Was soll ich jetzt mit der Information anfangen? Tombstone Burger Meal. Ja, danke für den guten Hinweis. Ich glaube, ich hätte jetzt hier quasi... Ich habe hier jetzt so einen Missionsmarker im Grunde. Ah, bist du vielleicht ein echter Laden? Also du da. Nein? Es ist eine totale Überreaktion. Als könnte ein Aufstand in Golem Naja, wenn das hier kein Laden ist, dann gehen wir wieder. So, wir müssen jetzt hier immer die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Und jo, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge dann wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.